AfD-Fraktion Mariana Iris Haader-Kühnel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn im Bundestag über den Weltfrauentag debattiert wird, fällt eines jedes Jahr besonders auf. Die, die sich stets lauthals als Vertreter der Interessen von Frauen aufspielen, sind in der Regel die Ersten, die diese Interessen verraten. So haben mittlerweile 46% der Frauen in Deutschland Angst davor, vergewaltigt zu werden. Und Sie importieren und importieren und importieren Millionen junge Männer aus patriarchalischen Kulturen, obwohl diese überproportional häufig Vergewaltigungstäter sind. Nichtdeutsche machen zwar nur 15% der Bevölkerung aus, sind aber für 50% der Gruppenvergewaltigungen verantwortlich. Am Weltfrauentag könnten Sie den Frauen einen Gefallen tun, schieben Sie jeden Ausländer ab, der sich an Frauen vergeht, und zwar sofort. Dazu passt, mehr als die Hälfte der Frauen glaubt, dass Deutschland für sie immer unsicherer wird. Ängste, die berechtigt sind. Und diese Ängste gehen aufs Konto ihrer Migrationspolitik. Deutschland wurde zu einem Multikulti-Versuchslabor transformiert, in dem Frauen leider immer öfter freiwillig sind. Und die häufig praktizierte Kuscheljustiz ist für diese Ängste mitverantwortlich. In Hamburg wurde ein 15-jähriges Mädchen Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Von den 9 verurteilten Tätern, übrigens alles Migranten, muss nur einer hinter Gitter. Für Meinungsdelikte wandert man mittlerweile in den Knast. Für Gruppenvergewaltigungen kommt man mit Bewährung davon. Und das alles im angeblich besten Deutschland, das es je gab, das ist unfassbar. Wie sollen sich Frauen hier sicher fühlen? Hören Sie einfach auf, die wirklichen Probleme der Frauen zu ignorieren, und fangen Sie an, den Frauen zuzuhören. Denn Frauen wollen keine Märchen über Multikulti als Bereicherung hören. Frauen wollen kein Gender-Unsinn, linkswoker Ideologen. Frauen wollen nicht zu belächelten Quotenfrauen herabgewürdigt werden. Und Frauen brauchen auch keine staatliche Bevormundung über ihre persönliche Lebensgestaltung. Deshalb ist es von der Politik hochgradig verantwortungslos, Frauen einzureden, sie fänden ihr persönliches Glück hauptsächlich und vorwiegend in beruflicher Selbstverwirklichung. Das zwanghafte Streben danach endet oft in einem ungewollten Dasein als Einzelwesen ohne familiäre Bindung. Ehe, Familie und Kinder, das ist das, was Frauen und Männer neben dem beruflichen Erfolg glücklich macht. Statistisch betrachtet möchten nur 10% der Frauen kinderlos bleiben. 40% der Frauen wünschen sich 2 Kinder und fast genauso viele mindestens 3 Kinder. Setzen wir also am Weltfrauentag alles daran, viel mehr berufstätige Frauen wieder glücklich zu machen. Und setzen wir dort an, wo uns das gelingt. Fördern wir Ehe und Familien, fördern wir Kinder und fördern wir die Wahlfreiheit von Frauen, zum Beispiel durch steuerliche Entlastung wie dem Familiensplitting. Denn natürlich wollen viele Frauen beruflich erfolgreich sein, aber Frauen wollen auch Frauen sein. Mit Familie, mit Kindern, ganz klassisch, ganz traditionell. Also lassen Sie unsere Frauen einfach Frauen bleiben. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Nicole Bauer.